Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Video von mir. Auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Es kamen schon ein paar Videos, warum sage ich das jetzt hier gerade? Also vielleicht wird dieses Video hier gerade so ein Throwback zu Weihnachtszeit, zur festlichen Jahreszeit ist. Denn viele von euch haben sich gewünscht, dass ich jetzt meine Weihnachtsgeschenke euch immer noch zeige. Mein Geburtstagsgeschenk-Video kam, glaube ich, mega gut an. Also anscheinend, auf jeden Fall war die Anfrage wirklich relativ hoch, dass ich meine Weihnachtsgeschenke zeige. Ich will damit auf gar keinen Fall angeben. Bei Weihnachten geht es eigentlich auch um was ganz anderes als die Geschenke. Ich glaube, das wisst ihr. Mir macht das am meisten Spaß, anderen Leuten Geschenke zu schenken. Ich habe dieses Jahr so coole Geschenke an meine Liebsten geschenkt. Ich habe meiner Mom zum Beispiel was richtig Cooles geschenkt und so. Da hat sie auch geweint und das war einfach so, so mega schön. Sie konnte einfach nicht glauben, dass ich ihr das geschenkt habe. Sie hat so den Karton aufgemacht und dachte, dass ich da einfach nur ein Geschenk reingetan habe. Aber keine Ahnung, ich dachte, ich sollte ihr einfach mal was zurückgeben und dann hat sie sogar so vor Freude geweint und ich hätte mit der Reaktion einfach gar nicht gerechnet. Es war einfach so, so schön und ich finde, das macht immer am meisten Spaß. In erster Linie sollte es ja auch um die gemeinsame Zeit gehen. Und ich glaube, Moralapostel spielen muss man jetzt hier nicht. Ich habe mich trotzdem über die ganzen Sachen gefreut und deswegen wollte ich sie euch zeigen. Vielleicht kann dieses Video ja auch als Inspiration durchgehen für weitere Geschenkideen oder so, für weitere Anlässe. Ich liebe es, mir solche Videos anzuschauen und deswegen drehe ich das jetzt auch mal für euch. Oh, mein Oberteil ist dreckig. Leute, der Fleck geht hier nicht mehr raus. Es tut mir so mega leid. Wir ziehen das jetzt einfach mal ein bisschen weiter runter, ne? Dann seht ihr auch schon eins meiner Geschenke. Und zwar habe ich diese schöne Kette hier bekommen. Also nicht die hier, die habe ich mir selber gekauft, aber die Layer-Kette sozusagen. Ich komme mal näher ran. Hier ist es gerade mega schwer. Oh, perfekt. Auf jeden Fall diese Kette hier, die ist von Louis Vuitton. Super teuer und es war so, ist so krass, dass er mir die geholt hat. Ich habe mich wirklich mega gefreut. Ich habe so eine kleine Liste, wo ich immer Sachen draufschreibe, die ich mir irgendwie in Zukunft mal gönnen will oder kaufen will. Und daran hat er sich bedient und hat mir dann diese Kette hier geschenkt. Und das hat mich einfach unnormal gefreut. Ich habe Marcel, falls es euch interessiert, zu Weihnachten Ultra Boosts geschenkt. So eine All-Black-Variante. Die hat er sich auch gewünscht, weil er hat Ultra Boosts nur in so anderen Farben und er liebt All-Black-Schuhe. Und darüber hat er sich auch mega gefreut. Was habe ich noch geschenkt? Ah, einen Raumduft, genau. Für mich ist es immer mega schwer, weil er hat Geburtstag und Weihnachten. Ist bei ihm in einem Monat. Er hat am 17. Geburtstag und am 24. ist Weihnachten. Und was habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt? Ich glaube, ich schreibe hier vorsichtshalber mal Werbevideo hin, weil ich so krass viele Marken nenne. Sicher ist sicher, Leute, ne? Man weiß ja nie. Kommen wir mal zu den weiteren Geschenken. Ich habe so viele coole Sachen bekommen. Eine Sache haben wir gerade im Keller zwischengelagert. Die holen wir halt hoch, wenn wir sie brauchen. Aber wir haben gerade einfach gar keinen Platz mehr, sie zu lagern. Deswegen habe ich sie jetzt auch gerade nicht hier. Es ist halt ein riesengroßes Paket. Wir haben von Marcels Eltern einen, also wir beide haben einen Kompakt Tischgrill bekommen. Darüber haben wir uns auch richtig krass gefreut. Das ist einfach so mega praktisch. Den kann man so zusammenklappen, aber man kann ihn auch als normalen Grill benutzen, sozusagen mit zwei Grillflächen. Der war richtig, richtig groß und einfach super hochwertig und wir haben uns darüber extremst gefreut, weil sowas kann man einfach immer gebrauchen. Generell bin ich so voll der Haushaltsgerät-Junkie geworden. Also man kann mich, glaube ich, mit Haushaltsgeräten so krass glücklich machen. Auch, also ihr werdet gleich sehen, es ist noch so eine Art Haushaltsgerät mir geschenkt worden. Ich zeige es euch mal jetzt. Meine Mom hat mir nämlich ein Käsefondue-Set geschenkt. Da ist eigentlich noch so ein Stöfchen dabei und sowas. Und Brennpaste hat sie mir dazu geschenkt und auch noch einen Käse dafür. Ich liebe Käsefondue über alles. Und ich finde das richtig schön, weil das ist ein super, super hochwertiges Set. Ich finde auch das hier mit dem Holzgriff richtig schön. An den Pieksern sind noch so, hier ist eine Wolke drauf. Was ist hier bei dem drauf? Ein Stern. Dann sind da, glaube ich, noch ein Halbmond und ein Herz und alles. Also, das finde ich richtig schön. Das sind so süße kleine Details. Und ich liebe einfach Käsefondue. Und jetzt habe ich einfach mein eigenes Käsefondue. Und das ist einfach geil. Das ist auf jeden Fall von der Marke Zelit. Zelit? I'm not sure. Mein Vater hat uns einen kleinen Mini-Raglette-Ofen geschenkt. Das fand ich auch richtig süß, weil man kennt ja nur so diese ganz großen Raglette-Grills. Sowas will ich aber auch immer haben irgendwann, damit ich so mit richtig vielen Freunden da sitzen kann und Raglette machen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben Raglette gemacht. Außer jetzt letztens bei meiner Mom mit diesem kleinen Ofen und jetzt haben wir auch so einen Ofen bekommen. Es ist einfach eine mega süße Idee gewesen, weil, ja, keine Ahnung, da sind dann so die Kerzen da drunter und man kann immer so zwei so eine Käsescheiben da drauf machen und es ist einfach so für so eine romantische Date-Night oder irgendein Lästerabend mit deiner besten Freundin oder so. Es ist auf jeden Fall mega cool, weil es dauert halt ein bisschen länger, aber ich weiß nicht, man kann es so ein bisschen zelebrieren, wisst ihr? Es ist irgendwie so eine süße, cute Sache. Eine weitere Sache, die ich schon drauf habe, habe ich geschenkt bekommen, und zwar geht es um einen Lippenstift. Das ist, glaube ich, der einzige Lippenstift, den ich wirklich schon
3-4 Mal aufgebraucht habe, komplett aufgebraucht habe und auch immer wieder nachkaufe, weil er einfach mein allerliebster Lieblingslippenstift ist. Ich glaube, wenn ich mich für einen Lippenstift auf der Welt entscheiden müsste, wäre es der. Und zwar handelt es sich um Velvet Teddy von MAC. Das ist seit 2014 oder so mein allerliebster Lippenstift. Vielleicht auch 2013, 2012, I don't know. Ich finde es einfach mega schön, dass er matt ist, aber so ein ganz bisschen, er gilt als matt, aber er ist so ein ganz bisschen seidig, wenn man es jetzt vergleicht mit diesen ganzen Liquid-Lip-Dingern. Und dadurch ist es auch einfach, wenn man zum Beispiel was isst oder so, er hält zwar sehr gut, aber es ist nicht so komisch, dass es dann irgendwann sich hier löst und dann am Rand. Und ich finde einfach, der überlebt den Tag sehr gut mit dir, ohne am Ende komisch auszusehen. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn es dann irgendwann ein bisschen ab ist, ist es nicht so schlimm, wie wenn sich dann mal ein Liquid Lipstick löst, wisst ihr? Und ja, ich liebe die Farbe einfach über alles. Das ist so ein richtig schöner... Na, ihr seht ja, was das ist. Ich kriege nachdem auch immer richtig viele Fragen. Vor allem damals, also so 2014 und so, habe ich immer richtig viele Fragen danach bekommen, wo das alles noch nicht so ein Ding war mit Kylie Jenner und so. Oder ich bin gerade im Jahr falsch, ich weiß es nicht. Also, das habe ich von meiner Schwester bekommen. Da habe ich mich auch mega drüber gefreut, auch wenn ich es mir gewünscht habe. Aber es war einfach sehr süß. Und sie hat es in so ein Paket gepackt mit noch so ganz vielen Süßigkeiten und so. Darüber habe ich mich auch gefreut und die sind schon fast alle leer. Neujahrsvorsätze werden auch durchgeführt, wenn die Süßigkeiten leer sind. Dann habe ich ein Buch erhalten und zwar von Anne, Muss ich jetzt sterben? Ich fand das so unglaublich lustig. Ich bin jetzt nicht so krass die Leseratte, aber wenn mal irgendwie was mich richtig interessiert, dann ist es ein perfektes Geschenk und vor allem, weil das hier ein Buch ist, was man auch immer mal aufklappen kann, wenn man denkt, muss ich jetzt sterben? Da steht das medizinische Nachschlagwerk nicht nur für Hypochonder. Das Nachschlagewerk zu allen gängigen Krankheitssymptomen bietet gebündeltes Expertenwissen in humorvoller, einfacher, verständlicher Weise. Ist jetzt so hier die Kurzfassung. Und das ist einfach perfekt. Da googelt man nichts, landet nicht auf irgendwelchen Todessymptomen, sondern hat hier einfach gebündelt ganz viele super Informationen. Habe ich mich wirklich drüber gefreut, weil es so ein Geschenk mit Kopf ist. Wisst ihr, es passt halt wirklich zu mir. Paraloops ist am Stüssel. Vielleicht wird sie weggehen durch dieses Buch, man weiß es nicht. Okay, Marcel ist gerade mit Scoops rausgegangen. Ich habe die Tür gerade gehört. Tschüss, Schatz, ne? Tschüss. Ein Geschenk kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil Marcel damit gerade draußen ist, denn meine Mom hat uns auch noch 2 neue Leinen geschenkt. Das hier ist einmal die kürzere, wir haben noch eine längere, die haben wir gerade für ihn dran, weil wir die super praktisch finden. Die Marcel gerade mit hat, sieht so ähnlich aus wie die hier. Ihr seht ja, diese hier ist so gebunden und beige-weiß, finde ich richtig schön mit so einem silbernen Anhänger und was an denen halt auch cool ist, ist, dass hier überall so kleine Kreise, wie nennt man das, so kleine Hakendinger noch sind, dass ihr die verstellen könnt. Also man kann einfach die Größe daran verstellen, weil hier überall so kleine Haken dafür sind und was ich richtig praktisch finde. Und die Leine, die Marcel jetzt gerade mit hat, ist halt ein Ticken länger und auch ein ganz bisschen dicker gebunden und da ist sozusagen das, was hier weiß ist, ist dort so beige und das, was hier beige ist, ist dort so Goldglitzer. Und die fanden wir einfach so übelst schön und vor allem, weil sie auch so sehr dick ist, dann haben wir da noch unsere Kackibeutel ran gemacht. Das ist einfach so eine Leine mit so super süßen Details und wir haben uns darüber einfach mega gefreut, weil wir sowas echt immer gebrauchen können. Ach ja, und die Karabiner bei der anderen Leine sind Gold, was ich auch richtig schön finde. Ich weiß leider nicht, ich glaube, sie hat das von irgendeiner Facebook-Frau oder so. Meine Mutter kauft alles über Facebook-Werbungen, das ist echt geisteskrank. Aber sie meinte, die wurden extra für uns angepasst. Sie hat den Bilder von Scoops geschickt und so. Und dann haben sie da auf ihn passende Leinen gemacht. Und damit haben sie wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und dann hat mir Marcel noch einfach als Witz zu meiner Kette AirPods-Cover geschenkt. Es sind keine originalen Louis V-Cover, aber er fand das irgendwie passend und ich fand bis dato eigentlich AirPod-Cover übelst unnötig, aber ich finde es eigentlich richtig cool, dass die so einen Karabiner haben. Das heißt, ihr könnt den einfach irgendwo ran machen und könnt das nicht verlieren, wenn ihr unterwegs seid, weil sowas rutscht schon mal ganz schnell hin und her und ja, fand ich eine süße Idee. Jetzt können wir unsere AirPods auch auseinanderhalten, weil Marcel hat sogar 2 verschiedene und ich habe 1 und dann haben wir das immer miteinander vertauscht. Und ich habe von Marcels Eltern noch eine super süße Karaffe bekommen, die ist jetzt gerade in der Geschirrspülmaschine. Aber was besonders an diesem Geschenk war, war, dass ich dazu ein paar Edelsteine bekommen habe. Das sind so Heilsteine, vor allem der grüne hier, der soll für reinere Haut sein. Und man kann diese Edelsteine sozusagen, wenn man sie nicht im Wasser hat, hier in dieser Box aufbewahren. Aber wenn man sie ins Wasser tut, also man macht das einfach sozusagen in sein ganz normales Trinkwasser, soll die Energie in das Wasser übergehen und dir helfen, ein bisschen dich zu chillen oder ich weiß nicht, gegen vieles. Wenn man sich damit befasst, ist es schon echt richtig krass. Und ich bin einfach mal gespannt, ob ich da wirklich einen Unterschied merke, vor allem auch für reinere Haut. Den soll man jetzt nicht immer ins Wasser machen, aber ich bin einfach mal gespannt. Ich finde sowas unnormal interessant und das war einfach ein Geschenk, was echt extrem besonders ist. Und deswegen habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich habe mich wirklich über alles so, so krass gefreut. Ich glaube, ich habe jetzt alles gezeigt, außer halt die ganze Schokolade und so, die ich bekommen habe. Ich glaube, die Leute haben sich auch über meine Geschenke gefreut. Ich hoffe, euch geht es auch so. Vielleicht war jetzt hier ja ein bisschen Inspiration für weitere Geschenkideen oder so für eure Liebsten da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Seid auf jeden Fall nicht traurig oder sauer, falls ihr
ihr irgendwie zu Weihnachten oder so nicht das Geschenk bekommt, was ihr euch wünscht. Also ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn man irgendwie nicht so dankbar ist für das, was man bekommt. Ich habe auch nicht zu jedem Weihnachten die krassesten Sachen bekommen. Wir waren nie so welche, die saugut bei Kasse waren. Eher im Gegenteil. Die Lage hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gebessert, aber während meiner Schulzeit war ich schon auch immer die, die nicht so die krassesten Geschenke bekommen hat oder Geld geschenkt bekommen hat und damit dann die Klassenfahrt bezahlen sollte, so ein Teil davon. Also so war das immer so. Zum Beispiel, dann habe ich Geld zu Weihnachten bekommen und durfte dann davon auf Klassenfahrt mitfahren. So sowas habe ich dann bekommen und alle anderen waren so mit dem neuesten iPhone da. Ich habe übrigens erst, seit ich 18 bin, ein Smartphone. Krass, oder? Ich glaube, heutzutage hat man ja schon irgendwie so mit 9 eins und kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Okay, genug gelabert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert sehr gerne meinen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!